Operation Kingslayer, hören Sie zu. Unser Einsatzgebiet ist Bolivien. Dichter Dschungel, eiskalte Berge und Salzseen. Wenn Sie nicht aufpassen, kommen Sie da nicht lebend raus. Ihr Ziel ist das Santa Blanca Drogenkartell. Dieses Netzwerk basiert auf Angst, Gewalt und Einschüchterung. Sie müssen es von innen heraus bekämpfen und jede Abteilung der Organisation destabilisieren. Produktion, Schmuggel, Propaganda und Sicherheit, um sie in die Knie zu zwingen. Sie haben volle Handlungsfreiheit. Sie wählen die Ziele aus. Sie entscheiden, wie sie sie ausschalten. Tun Sie einfach Ihren Job. Sammeln Sie Infos, lernen Sie die Spielfiguren kennen und studieren Sie Ihre Vorgehensweise. Dann vernichten Sie sie. Damit der Einsatz nicht langweilig wird, haben Sie es auch mit örtlichen Militärs, genannt Unidad, zu tun, die auf der Gehaltsliste des Kartells stehen. Sie bekriegen sich mit einer kleinen Gruppe von Rebellen, die sich Qataris 26 nennt. Sie wollen überleben? Dann sind diese unterfinanzierten und schlecht ausgestatteten Rebellen Ihre neuen besten Freunde. Denken Sie nach. Gehen Sie strategisch vor. Wenn Sie um Hilfe rufen, wird Sie niemand retten. Um den Job zu erledigen, ist jedes Mittel recht. Ihnen steht das gesamte Arsenal zur Verfügung, sowie sämtliche Fahrzeuge und Fluggeräte, die Sie finden. Und scheuen Sie sich nicht, die Spielregeln nochmal zu Ihren Gunsten. Sie sind Elitekämpfer, jeder von Ihnen. Aber nur gemeinsam sind Sie stark genug, um eine Armee auszuschalten. Bedenken Sie, Ghost, Anerkennung bedeutet Fehlschlag. Sie werden das Santa Blanca Drogenkartell niederbrennen, ohne dass jemals irgendwer erfährt, wer das Streichholz in der Hand hielt. Ich lüge nicht. Ich habe Tausende getötet und mehr Drogensüchtige bedient als die drei größten Pharmakonzerne zusammen. Ich habe Eltern die Kinder gestohlen, Männern die Frau und ganze Generationen ausgelöscht. Aber noch nie gelogen, niemals. Der Rest sind Vergehen gegen die Menschheit. Lügen ist ein Vergehen gegen dich selbst. Ich bin der Kopf der Santa Blanca-Organisation, die sie Kartell nennen. Und ich träumte von einem Land, wo wir selbst Koka anbauen und selbst Kokain herstellen. Wo wir unser Geschäft ohne Einmischung von Polizei, Regierung, Armee und den Yankees führen konnten. Im Traum fragte mich eine Frauenstimme. Sueño, mi hijo, was, wenn du dein eigenes Land hättest? Wie Moses führte ich mein Volk ins gelobte Land, Bolivia. Wir kamen her, wir kauften die Coca-Felder. Wir kauften oder nahmen. Wir kauften die Polizei, das Militär, die Richter und die Politiker. Wir waren dabei, selbst zur Regierung zu werden, standen kurz vor der Erfüllung meines Traums. Einen Drogenstaat zu schaffen. Die Nation Santa Blanca. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert, einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion.
So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss aller Bosse, El Sueño. Vorsichtig, ich werde auch sein.
4 Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie von DZFM Gaming. Wir sind das Kommando Eichhörnchen, ja, wir 4 hier. Und wir spielen zusammen Ghost Recon Wildlands. Und wir versuchen das so stealth wie möglich zu machen. Wir haben auch unsere Skillungen so ein bisschen aufeinander abgestimmt und so. Und mein Codename, nur damit ihr euch das schon mal merken könnt für die Zukunft, habe ich mir überlegt, ist der mit dem Blub. Also, wenn der mit dem Blub angesprochen wird, das bin ich. Und ich sage hallo ins TS, da sind nämlich unsere Freunde, während hier Matze, aka Tyrant, schon wild markiert. Hallo, ihr Lieben. Hi. Moin. Kleines Eichhörnchen hat keine Gesichter. Oh, das ist natürlich. Da oben ist. Das ist natürlich gut. Da oben ist auch ein Ausrufezeichen. Das können wir uns gleich mal organisieren. Das ist gar nicht so schlecht. Nur noch für die Zuschauer kurz, was ihr verpasst habt. Ihr habt im Prinzip nicht viel verpasst. Wir haben es nur schon ein bisschen angespielt. Die ersten 2 Missionen haben wir gespielt. Die jeweiligen Einsatzvideos dazu, dass ihr das nicht verpasst, die spiele ich euch jetzt nochmal ein. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Julie und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Jury und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Jury und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop.
47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Svenjo ihn. So, jetzt habt ihr gesehen, was ihr verpasst habt. Und ja, wir holen uns jetzt erstmal das Ausrufezeichen davor oben. So, können wir los? Wer fährt? Ich fahr, komm. Ich weiß, dass es nicht viel zu fahren gibt. Ja, das ist egal. Ich fahr auch 3 Meter. Allein schon wegen dem tollen Radioprogramm. Müssen wir jetzt sagen, dass es nicht weiter ist? Das Santa Blanca Kartell macht große Fortschritte. Also mein Codenamen, ich hab mir einen Codenamen überlegt. Ja, ich bekomme Eichhörnchen. Ratet mal. Ja, wofür stehe ich denn? Hm? Liebenswürdigkeit. Nee. Wenn du mal so an meine Abbau-Rates denkst. Aber sie wollen nur Macht. Boah. Kontrolle. Für vergessenes Abbauwerkzeug? Mein Holz. Ah, du bist Codename Holz, das ist gut. So, komm hier. Den Rest laufen wir zu Fuß. Und ich bin Codename Klaus. Hat sich ja gerade schon gelohnt, hier mit dem Auto zu fahren. Ja, doch. Das ist wie im wahren Leben. Da gibt's so. Da hat Extra 3 mal eine sehr lustige Aktion gemacht. Und zwar haben die. Die Feinde der gesperrten Innenstädte wegen Diesel und so weiter gespielt. Und da ist dann der Reporter auch für 3 Meter ist er ins Auto gestiegen und gefahren und so Geschichten. Das war sehr lustig. So, wir versuchen natürlich uns nicht entdecken zu lassen. Matze hat ja schon ein bisschen gescoutet. Irgendjemand hat sich sehen lassen. Der Leutnant will abhauen, den müssen wir kriegen. Ich lauf hin. Ich krieg ihn. Halten Sie den Rücken frei. Ich hab ihn. Rede, jetzt. So, dann lassen wir uns doch mal alle Skillpoints anzeigen. Ich bin kein Verräter. Für dich. Aber okay, ich rede. Allmächtiger. Alles klar, ich hab die Informationen, die wir wollten. Hauen wir ab, oder? Ja, ich hab hier ein bisschen Action. Jo, ich hol euch ab. Dalle down. Hier, spring rein. Anna, hier. Matze, wo bist du? Komm ran! Lauf! Bewegung! Links hinten ist frei! Anno, links, ja! Wieso sagt ihr, dass der Kofferraum frei ist? Stimmt, du hättest auch in den Kofferraum gehen können. So macht man das, also kurz rein, kurz wieder raus, kurz mal verhört und dann ist der Mann. Ich fahre uns nur in Sicherheit, dann gucken wir, wo wir jetzt hin müssen. Willst du Informationen suchen? Oh, da, links ist noch so ein Ausrufezeichen. Und fährt rechts. Einer reicht. Geht kurz rein, holt das Ding, das ist so eine Kiste wahrscheinlich. Dürfte auch nur noch eins zu aktivieren sein. Was nehmen wir denn? Bonusorden oder Rebellenoperation? Nehmen wir Rebellenoperation. Ja, nimm erstmal Rebellenoperation. Hopp. Habt ihr den Standort eines inaktiven Rebellen sein? Sehr gut. Jetzt fehlt uns eigentlich für diese Map nur noch ein einziges Ausrufezeichen. Das werden wir auch noch finden unterwegs. Da hat jemand meinen Kofferraum geklaut. So, als nächstes fahren wir mal zur nächsten Akte, dass wir eine Mission freischalten. Vor allem ist nebendran ja auch direkt die nächste Mission. Ja, ich fahre bewusst gerade kurz ohne Licht, weil hier sind so lila Fuzzis. Unitas-Soldaten. Jetzt kann ich das Licht anmachen. Trinidad, ja. Wer ist denn jetzt überhaupt im Kofferraum? Ich mach das scheiß Radio aus, Alter. Ich werde aggressiv. Nicht schlecht? Oh, ich weiß nicht, was ihr gegen dieses Radio habt. Das ist doch tolle Musik, die ihr spielt. Nein. Außerdem kriegt man dort sehr interessante Informationen, wie man zum Beispiel Koks herstellt oder verschiedenartige Namengebung für Kondome und so weiter und so fort. Also es ist schon ganz lustig, wenn man da mal länger zuhört. Alternativ kann man auch mal Breaking Bad gucken. Was jetzt aussteigen oder was? Was wird das? Ich habe gerade kurz Wegfindungsproblem gehabt. Ja, hast du irgendwie immer noch. Soll ich aussteigen und schieben? Übrigens, ihr merkt hier vielleicht, dass ich nicht einen steilen Berg mit dem Auto schwer hochkomme. Ubisoft hat sogar daran gedacht, einen Unterschied zu machen. mit Vierradantrieb zu fahren und mit einem. Das war ziemlich blöd. Ja. Ich helfe dir.
und danach sofort in Deckung. Wir wurden gerade schon getriggert. Ja, ich dachte eigentlich, du bleibst stehen, deswegen bin ich dann ausgestiegen. Da kommt einer in eure Richtung, und zwar der hier, die mit 1. Gut. Wen? Da kam er falsch in unsere Richtung. Ganz hinten ist auch noch einer, von ganz außen auch. Ja, ich gehe mal von Norden ran und schalte erst, versuch mal ihren Leutnant zu erwischen. Also ich markiere mal die beiden, die ganz weit außen stehen. Ja, wahrscheinlich brauche ich bei mir nochmal 2 zum Support. Da stehen nämlich Drohne fliegt. Alle 3. Ich brauche euch alle 3 hier. Hier sind nämlich einige. Hier sind 4 Stück. Starte Drohne. Muss man eben selber gucken, wo die stehen. Also ich bin hinter dir, ich weiß nicht. Ach, okay, alles klar. Ich schließe gerade durch auf. Komm. Hier sind 5. Die müssen wir relativ schnell ausschalten. Wenn ihr soweit seid, nehme ich den. Habt ihr alle einen im Ziel? Ich nehme den Leutnant. Nimm die 1. Ich nehme den neben den Leutnant links. Okay, dann 3, 2, 1, Feuer. Saubere Arbeit, Freunde. Hatte ich auch gerade im Visier. Rechts ist noch einer. Mhm. Erledigt, alles sauber. Alles sauber. Alles sauber. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. So, hier haben wir ein bisschen was zu markieren. Hier ist ein Erfahrungspunkt. Wir setzen eine Markierung, damit ihr den habe ich, glaube ich, schon. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns mitsamt Navi. Vielleicht hat er dir nicht gesagt, dass es irgendwie so ist, dass man alle nochmal holen muss, alle Erfahrungspunkte und so? Ja. Ist bei mir jetzt nicht so. Ich kann ihn nicht nochmal holen. Dann hast du vielleicht durch einen Ladefehler den. Ja. Also wir mussten teilweise, wenn wir zwischen den Spielstätten hin und her gesprungen sind, das teilweise 1 bis 2 Mal laden, damit wir das wieder angezeigt bekommen. Kann ich das jetzt dann nochmal neu reinladen irgendwie? Also er speichert gerade zumindest mal. Jetzt hat er fertig gespeichert. Ich probiere das gerade mal. Und gehe mal kurz zum Hauptmenü und dann müsste ich ja wieder reinspringen können, ne? Hoffentlich. Ja, das hat mir Ubisoft auch gemeldet. Gut. Dass es da offensichtlich ab und zu mal Probleme gibt. Ja, ich denke, da wird nächste Woche nochmal ein Patch kommen. Die haben halt jetzt gerade, ihr habt es gemeldet, nachdem der erste Patch kam, ne? Ja, genau. Ja. Die werden jetzt, die werden nicht nur eine Kleinigkeit in einem pro Patch machen, das wäre ja bekloppt. So, wo kann ich euch denn da jetzt beitreten? Wo ist er denn hin? So, jetzt trete ich euch irgendwie wieder bei. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob jetzt der Orden angezeigt wird, weil ihr habt recht, weil ich habe die noch nicht bekommen. Ich habe nämlich so gut wie keine Skillpunkte übrig. Und das wäre ja blöd, wenn du keine kriegst. Weil dann läufst du die ganze Zeit auf Level 2 rum oder so. Das wäre in der Tat ein bisschen dämlich. Zumindest von den Fähigkeiten her. Und gerade in den späteren Maps, da ja, sollte man schon gewisse Dinge abgegradet haben. Ah ja, jetzt wird er mir auch angezeigt. Gott sei Dank. Kann man in der Einstellung eigentlich irgendwie die Gamma-Strahlung noch mal ändern? Ja, kannst du Auszeichnung. Wo denn? Die Sicarios werden. Musst du mal gucken, bei Gamma müsste das gehen. Wahrscheinlich bei Grafik oder bei Video? Ja, irgendwo da. So, ich hole mir noch schnell den Orden hier. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. So, Munition ist auch voll. Zum nächsten können wir eigentlich sogar per zu Fuß laufen, das ist nämlich direkt neben dran. Ich markiere uns das direkt mal. Ja, ich würde aber trotzdem mal ein Auto mitnehmen. Man weiß ja nie, ob wir da vielleicht mal wegkommen müssen. Nö, müssen wir, mit dem Flieger. Ja, Hubschrauber haben wir hier vorne. Ja, nee, wir müssen von dort oder fort, ist wir müssen da dort einer? Einen Flieger klauen. Das ist unser Auftrag. Ah, okay, jetzt habe ich es gerafft. Alles klar, das Übliche halt. Ja, und diese Punkte übrigens für die, die ganz neu im Spiel sind oder sich noch gar nicht auskennen und wissen wollen, wie das alles funktioniert. Diese Punkte braucht man dafür, um zu skillen, also für die verschiedenen Fähigkeiten braucht man halt gewisse Rohstoffe und die kriegt man dann hier.
Drohne ist raus. Drohne steigt auf. Setze Drohne ein. Ich pack die Drohne aus. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Bringt an, meine Drohne ist auf Reichweite geskillt. Mhm. Tu noch mal in die Häuser. Die Drohne ist unterwegs. Überrascht werden. Ziel 5 gesichtet. In den Häusern sehe ich gar nichts. Nur aus. Nee, der ist auch nichts. Sie hat C5 gesichtet. Was? Nicht C5? Fünf sind da, Ziel ja, 5. Das sind auch 5. Ah, Ziel 5, ich hatte nur C5. Als er fokust auf jeden Fall den mit diesem Schild über dem Kopf, das ist der Kommi. Der ist befähigt, Verstärkung zu rufen. Ich hätte ihn abschussbereit. Ja, du stehst in meiner Schuss. Ja, jetzt geht er weg. Jetzt ist er weg. Ich geh von hinten ran. Ah, da ist Tyrion. Hast du ihn? Verdammt. Scheiße, das hat ihn aufgeschreckt. Warte, irgendwas. Dann geht rauf. Da ist noch ein, zwei sind noch da. Alter Schwede, der hat sie in sich. Trotz Brustschuss oder sowas ist er noch im Leben. Erledigt. Aber Freunde, das können wir besser. Ja, aber der ist gut gepanzert. Ja. Irgendwas ballert hier noch. Zu markieren. Eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Hier ist ein Hubschrauber. Und ein Orden. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Im anderen Haus ist auch noch was. Und hinten dran bei den Autos sind sogar noch zwei. Ich will mal F drücken. Ach, irgendwann hast du es auch gelernt, Anna. Das hat sich schon mal gelohnt, was das angeht. Mal schön viel zum Skillen. Ich muss mal kurz meine Einstellung. Dann wollen wir mal. Ich kann ja erstmal einen Flieger steigen. Irgendwo hier steht noch Munition rum. Im Gebäude. Ja, meine Munition ist voll. Aber. Oh, jetzt läuft schöne Musik im Radio. Bitte lasst mich die im Flug anlassen. Moment, ja, Moment. Erstmal muss ich einsteigen. Ich finde, die passt wunderbar zum Fliegen. Achso, jetzt seid ihr hinten eingeschlagen. Ja. Wollen wir da vorne rumlaufen? Oh Gott, ich muss vorne sitzen. Mir ist jetzt schon schlecht. Ach du Kacke. Die Musik. Vor allem ist die Musik nicht total passend. Oh Mann. I believe I can fly. Oh Gott. Was denn? Ich finde, ich bin ein toller Pilot. Guck mal, ich bin ganz ruhig. Ja, total. Ist doch so. Ja, irgendwie fliegen wir im Kreis. Ja, da müssen wir aber auch hin. Ja, eine Karotte ist zwischendurch. Ich versuche das diesmal mal besser zu machen als beim letzten Mal, als ich das gemacht habe hier. Da bin ich nämlich zwischen den beiden Bergen durchgeflogen und dann hatte ich sehr wenig. Ja, es war, sagen wir mal so, es war eine ziemlich steile Landung. Ich kann mir schon vorstellen. Es hat aber noch es hat gut funktioniert, aber vielleicht geht es von hier so, wenn ich das Tal mitnehme, ein bisschen besser. Dann krieg ich nach unten. Ja, ganz so jetzt auch nicht, aber es war auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, es gibt hier kein richtiges Tal, also Mist. Solange der Sprit noch reicht. Es ist übrigens gewollt, dass ich jetzt gleich hier sehr knapp über diesen Berg drüber fliege, weil ich danach direkt in den Landeanflug gehen muss. Boah, auf den Kartoffel. So, Freunde, schneid euch bitte an, wir gehen in den Landeanflug. Und ich hab noch keinen Fallschirm. Kotztüten befinden sich links. Naja, es tut mir leid, um Agent. Oh Gott. Aber der Typ war irre. Kotztüten hab ich rausgeworfen. Seine Eier hingen bis zum Knie. Alter, was ist das für eine Mini-Landebahn da? 6 Jahre an der Karte. Ja, sagt der Landebahn nicht mir. Was muss der alles böse? Irgendwie kommen wir ein bisschen schräg rein. Ja, und vor allen Dingen kommst du ein bisschen lang runter. Und eigentlich ist es so steil und ich glaube, ich steige lieber auf. Ich hab Angst. Ist ja schon gut. Wenn ihr mir hättet. Ey, ihr habt mich total nervös gemacht. Ich flieg neu an. Ich flieg jetzt von hinten. Oh Gott. Da ist auch flach, da kann ich auch flacher reinkommen. Ist auf die Stromleitung auf. Bin auch schon drüber.
Mann, ich hätte nämlich nicht so nervös gemacht, das hätte gepasst. Natürlich. Hätte es, ich wäre letztes Mal auch so gelandet. Man muss am Ende nur ein bisschen noch rumziehen und dann den Slide mit benutzen, dann geht das. Aber die Musik ist ja auch gerade passend zum Flug, da kann man auch mal ein bisschen langsamer fliegen. Meinst du den Kotztüten-Rumba oder was? Ja, der Kotztüten. Oh Gott! Ich bring mich ja noch in Position jetzt. Oh Gott! Ich kann schon wieder. Gas wegnehmen. So. Hm. Gas wegnehmen. Wir fliegen ja irgendwie immer noch sehr schräg an. Oder? Na, nee. Runter, 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 runter. Da ist kein Platz zu bremsen, weiter runter. Oh Gott. Ich halte mir die Augen zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, jetzt bitte mal, ne? Das war eine gute Landung, oder? Genau, Anna macht richtig, die steigt schon direkt aus. Sehr gut. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Wir gehen, wo das Flugzeug ist. Jetzt bin ich immer froh. Guck mal, da sind Dokumente. Das ist übrigens ein Skillpunkt. Oh, das ist natürlich auch gut. Dann holen wir erst den Skillpunkt, dann die Dokumente. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt schon wieder ein bisschen was alles skillen können. Aber wir haben noch gar nicht überlegt, also wir hatten letztes Mal übrigens nur zu dritt gespielt, da war Nadine noch nicht da, die hatten das Spiel da noch nicht. Wie Nadine skillen sollte, müssen wir gleich nochmal drüber unterhalten. Wir haben so alles so ein bisschen unsere Spezialitäten, jeder von uns, aufeinander abgestimmt. Martin zum Beispiel ist eher so der Techniker, der sprengt. Hab mich so ein bisschen auf Ablenkung. Also auch spezialisiert schon. Das ist gut, das passt. Anna ist sowas, die hier vor allem mit der Drohne sich drum kümmert und so Geschichten. Und ich bin so der Scharfschütze, dem es vor allem um stabiles Zielen und so Geschichten gehen. Deswegen skill ich das jetzt auch gerade mal hoch und dass die Streuung halt sinkt. Aber da reichen mir noch nicht die Ressourcen. Ich brauche mehr Ressourcen, Freunde. Gut, so, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hin können. Also... Als allererstes Mal haben wir direkt hier nebendran, da können wir hinlaufen, ein Ausrufezeichen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Ablenkungsmanöver starte hier, damit habe ich mich noch aber nicht aber wir brauchen dem blauen Pfeil nicht folgen, wir können es eigentlich... Also manchmal, das ist mir auch schon aufgefallen in meinem Spiel, da schlägt dir das Ding Wege vor, ne? Da denkst du dir nur, aber ihr wollt mich doch verarschen. Ich denke mal, das geht doch. Oh, da sind übrigens Leute, ne? Ja, aber du kannst ran, wenn du hier hinten durchgehst, durch den Hintereingang, da sehen die dich nicht. Oh, Anna spielt jetzt Wildlands. Hm. So, hier gibt es übrigens auch was zu markieren hier drin. Ach, Schatz, du spielst jetzt Wildlands. Muss ich nochmal sagen. Wollen wir nehmen? Ausrüstungskiste? Gibt doch nur noch eins, oder? Den gesucht. Danke, jetzt brauchen wir auch uns nicht mehr um Ausrufezeichen. Nein, da kommt einer, da kommt einer. Einer weniger. Ja, down. So. Es gab nur noch eine Option, oder Anna? Ausrüstungskiste war das einzige. Gut, dann sind wir jetzt hier fertig mit was das angeht, auf der Karte anzeigen zu lassen. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Ausrufezeichen mehr. So, wir können wieder hierher zurück und uns hier mal ein ordentliches Auto oder so beschaffen, weil wir müssen weiter. Und ich muss mal eben den Nachschub noch, wenn Anna mal an der Seite geht. Was ist da? LKW. Ja, da passen aber nur zwei rein. So, als nächstes machen wir eine sehr da können wir eine kleine Anekdote zu dieser nächsten Mission erzählen. Das ist auch eine Unterstützungsaktion. Und in der Beta hatten wir da sehr, sehr viel Spaß mit dieser Mission. Jetzt warte auf mich. Ja, nein, ich weiß schon, welches. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Versuche gebraucht. Wer sitzt denn da mit dir? Wer sitzt denn alles drin im LKW? Ich? Ach, Matze und Nadine und ich? Ja, ich warte auf die Anna. Auf jeden Fall geht es da darum, einen Hubschrauber zu stehlen. Und da hatten wir in der Beta sehr viel Spaß, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Ich glaube, das ist in unseren Beta-Videos mit drin. Ja. Guckt einfach hier im Kanal. Da gibt es so die Serie Let's Co-op Together. Und da haben wir das gemacht und es war sehr lustig. Wie sowas mit Heli again oder so ein Scheiß. Ja. Aber diesmal werden wir es hoffentlich auf Anhieb schaffen, weil wir da ruhiger vorgehen und das Ganze besser planen. Natürlich. Wichtig ist hier nur, dass wenn ihr die Mission macht und den Konvoi für die Hauptmission noch nicht kaputt gemacht habt,
fahrt in die Straße Richtung Heli rein und steigt erst dann aus den Autos aus, weil der Konvoi eben genau auf dieser großen Straße fährt. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Ach, nix. Wir haben schon wieder Spaß, so wie immer halt. Ja. Also das Spiel hat wirklich im Koop seine absoluten Stärken, da macht das riesen Spaß. Singleplayer ist auch nicht schlecht, aber Koop ist nochmal um einiges besser. Da sind Gegner. Anna hat schon die ersten Gegner erkannt und wird jetzt erstmal die Drohne fliegen lassen. Mal gucken, was wir da so finden, und ich habe mein Snipe-Gewehr auch schon bereit. Bitte. Da ist noch einer, da drüben. Lass die oben noch in Ruhe, Matze. Eins kann ich schon, kommt direkt auf mich zu. Soll ich ausschalten? Ja, ich hab schon. Ist tot. Alles okay. Sehr gut, jetzt, weil da oben müssen wir, das Lager müssen wir erst komplett ausspähen, weil das Problem ist, dass da halt auch, und das war auch unser Verhängnis in der Beta, da ist ein Leutnant drin, und dieser blöde Leutnant, der haut halt mit dem Hubschrauber ab, wenn man nicht schnell genug ist. Deswegen muss man da ganz vorsichtig vorgehen. Ich umlaufe das mal von rechts. Jo. Einer ist schon links oben, ne? Wir haben Schussposition auf 1. Warte. Bin noch nicht in Position. Auf 2 kriege ich kein Schussfeld. C Nummer 5. 3 habe ich im Fokus. Nein, kriege ich nicht hin. Aber ich habe hier vorne noch jemanden. Ja, dann schalten wir jetzt erstmal 1 und 3 aus. Bist du bereit, Nadine? Ja. Dann 3, 2, 1, Feuer. Hab einen erwischt. Das war scheiße. Okay, alles gut. An die 2 jetzt. Schalt sie aus. Und die restlichen 2 können wir überrennen wahrscheinlich. Einer noch. Alles klar, alles sauber. Hier gibt es allerdings noch Dokumente und einige Sachen zu markieren. So, ich guck noch mal kurz. Hier ist nämlich noch ein Infoblatt. Ach doch, es gibt noch was zu markieren. Wer fährt denn hier im LKW weg? Ja. So, Bonusorden sind jetzt auch freigeschaltet auf der Map. Hätten wir das mal so in der Beta gemacht, ne? Dann hätten wir uns war ja jetzt irgendwie zu einfach. Ja. Der scheiß Nachschub. Nee, das war diesmal einfach nur koordiniert. Ja, natürlich. War's. In der Beta sind wir hier einfach maßlos reingerannt. Jeder hat einfach losgeballert und. Innen drin ist noch eins. Habt ihr sonst noch was? Ne, ein Dokument und dreimal Nachschub, ja? Richtig. Dass ich wieder irgendwas übersehen hätte. Alle drin. Nein. Wir hätten uns jetzt hier gelassen. Ich dachte, du wärst auf der anderen Seite. Ja, da ist auch schon jemand. Links. Rechts. Rechts. Herzlich willkommen am Ort. Von Helitrans. Oh mein Gott. Name ist Erdhörnchen. Ach nee, der mit dem Blub. Und ich fliege sie heute von A nach B. Herzlich willkommen bei Traveling mit Deutsche Bahn. Dann würden wir aber nie ankommen. Ja, mindestens eine Stunde später. Das heißt, wir würden nur noch auf die Abfahrt Schnarchen nervt total. Ich hab Schlafapnoe, Penner. Lass dir die Nase brechen. Der Ausstieg ist letztlich auch auf der rechten und der linken Seite. Okay, das war ziemlich harte Landung, aber hat funktioniert. Ja. Nach bestimmten Skillen und sowas, ja. Die Landung, meinst du, dass er ein Weicher ist? Nein, ich hab jetzt das C4 und die Mine freigeschaltet. Musst du aber ausrüsten, ne? Naja, ich weiß. Du kannst später auch deine Drohne damit ausrüsten.
So, jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein, weil der Konvoi ist gerade hier in der Nähe. Ist hier irgendwo ein Auto, was wir nehmen können? Wir brauchen was Fahrbares. Trecker. Scheiße, nee, Trecker ist kacke. Was ist mit dem Auto hier? Das ist kaputt. Da fehlen die Reifen. Der geht doch nicht. Den Hubschraubschrapp hätten wir noch. Ja, aber mit dem Hubschraubschrapp, da kannst du schlecht einen Konvoi anhalten. Kannst du schon. Komm, wir laufen. Also einer, ich laufe jetzt und hole mir irgendwo ein Auto auf der Straße oder sonst irgendwas. Scheißegal, ich will diesen Konvoi haben. Kann ja auch einfach drauf ballern, oder wie war das noch? Ja, ja, der fährt aber schon, der ist schon wieder da vorne um die Ecke, da müssen wir eh hinterher fahren. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Ja, aber das klingt... Oh, stopp, stehen bleiben! Keine Bewegung! Junge, fahr mich nicht an! Hey, lass die Waffen unten. Die Leute haben schon zu viel mitgemacht. So! Das ist unser Auto. Bolivian Rules, ne? Oh Gott, schon das erste, der... Stell dir mal vor, du machst das in Deutschland. Stellst du dir vor, er hält die Knarre davor und dann was macht der? Gas geben. Ja. 500 Meter noch bis zum Ziel, ihr könnt euch schussbereit machen. Oh, das war so gut. Nicht das Scharfschützengewehr nehmen. Alter, was hat er mit dem Außenleiter gemacht? Konvoi steht. Konvoi in Flammen auf. Scheiße. Der Konvoi ist. Was habt ihr denn gemacht jetzt? Retzt uns mal! Das ist ein Auto in die Luft geflogen. Erstmal muss ich Anna retzen. Ja, und dann schnell den Konvoi markieren, bevor der im Arsch ist. Oh mein Gott. Was soll ich denn da noch markieren? Ja, den kannst du markieren. Genau so. Hab ihn. Was macht ihr denn? Anna? Das war auf jeden Fall extrem. Das war extrem knapp mit dem Markieren, weil jetzt wäre er im Arsch gewesen. Ja, weil ich kann. So, wir brauchen ich habe ein neues Auto organisiert. Neues Auto. Was ist denn das? Ah, Mitsubishi, der ist gut. Nehmen wir. Ja, das ist irgendwie kaputt. Weiß auch nicht. Wer hat das denn kaputt gemacht? Moment, ich. So, dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Kofferraum da drin. Wir haben hier ganz in der Nähe links einen Skillpoint, den wir holen können. Mach das Radio bitte aus. Übrigens verursachen wir schon wieder Stau. Ja, wer hat denn hier diese. Also, was hier immer los ist auf den Straßen? Ne? Ja, ne? Warum sind die denn alle kaputt, die Scheißdinger? Ja, vor allem, wer hinterlässt denn den ganzen Müll da immer? Oh, Vorsicht, 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 die Kühe! Um Gottes Willen! Das sind keine Zivilisten, die dürfen wir kaputt machen. Ist mir scheißegal. Am Tiere können da nichts für. Alter! Fährt einfach weiter! Ja, wir müssen doch danach auch mit dem Auto weiterfahren können, oder? Ich meine. Irgendwas entdeckt uns. Haben Sie ein Feindfahrzeug oder eine Erfahrung? Ja, das da vorne ist so aus, als ob die erste Mission schon. Hier drüben in der Narko. Ich sehe niemanden. In der Scheune. Auf Santa Blanca viele von denen verleiht? So, aber ich habe den schon getötet, der uns fast entdeckt hätte. So, wir können weiterfahren. Das Auto fährt noch. Es hat unwesentlich Beulen, so ganz kleine. Die Scheibe ist auch noch fast ganz. Ach, solange es noch fährt, ist mir egal. So. Ja, ja. Jetzt fahren wir mal kurz in den unbekannten Ort, ob da noch Dokumente sind. Und wenn nicht, dann fahren wir direkt weiter zur nächsten Mission. Also die rechte Seite ist aber schon sehr demoliert, ne? Die linke sieht ja noch ganz gut aus. Ja, passiert. Oh, nicht die Kühe kaputt machen. Da kannst du durchfahren durch die Kühe. Nein. Oh, hier, Dokumente. Achtung, Feinde links. Sag bloß. Die waren leicht überrascht, glaube ich. Ich glaube, wir haben sie aufgescheucht. Die sehen die gleich, verzieh dich. So, hier drin gibt es noch Dokumente, die können wir mitnehmen. Wollen wir das neue Auto mitnehmen? Natürlich nehmen wir den Cadillac. Ja. Ja, schön, dass wir wenigstens alle hier schon mal kämpfen und Nils ist schon mal wieder am Einsammeln, ha? Was, ich habe doch auch gekämpft. Wo waren Dokumente? Du hast sie in ja. In dem Haus. Da das steht ist doch so ein Aktenkoffer. Ist, werdet ihr das selbst wissen. Na! Andere Seite.
So, als nächstes fahren wir zu diesem unbekannten Ort und von da gehen wir dann. Ah ja, das ist eine sehr gute Idee, wie wir das machen. Na komm, warte, Kofferraum ist scheiße. Da siehst du nichts, ne? Scheiße. Ja, da wird mir mal schlecht. Sag mal, warum steht denn eigentlich in Bolivien überall kaputte Autos rum? Komm mal, da ist rechts noch einer, da ist rechts noch ein Typ. Seht ihr das? Oh. Mach den mal kaputt, genau, sonst ist das Auto gleich schrott. Genau. Aber warum stehen denn mit den Bolivien überall so kaputte Autos rum? Guckt, seht ihr das Auto hier links stehen? Wer hat das? Also, verstehe ich nicht. Ja, irgend so ein Verkehrsrausch. Was zur Hölle war dieser Schlag? Hier hat alles vibriert. Gott, diese Musik schon wieder. Ich könnte schon wieder berechnen. Ist ja gut, ich mach ja schon. Aber das wäre ja wirklich lustig gewesen, wenn man das so macht wie im Battlefield 1942, dass man da direkt so eine Playlist hat, die man auswählen kann, zwischen verschiedenen Liedern hin und her schalten. Das wäre noch geil gewesen. So, jetzt müssen wir hier rechts. Und dann ist da oben noch ein Fragezeichen, da gucken wir doch mal, was da ist. Achten, da könnten 1, 2, 3 Feinde sein, wahrscheinlich nur einer, aber den könnt ihr ausschalten während der Fahrt. Ich will nur gucken, ob da Dokumente oder sowas sind. Ja, Frau, muss schon schief gehen. Hier ist irgendwas, ja. Hier ist auf jeden Fall was zu markieren. Und dann, von hier können wir auch gut hinten das Lager angreifen. Alles rechts vom Haus ist noch einer. Nein, zumindest der ist. Hey, der gibt sich doch nicht. Ja, aber das war ein Commander von denen. Den kann man ruhig erschießen. Hier muss noch einer sein. Es ist noch orange. Oh. Achso, du musst ja hier verhalten. Gut. Ziel eliminiert. Gut, jetzt ist auch alles sauber. Von hier können wir aber dann laufen. Im Moment sah es ziemlich eng aus. Denn 1,7 Kilometer? Nee, die nächste Mission ist so weit weg. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Wir müssen jetzt aber gleich hier alle unsere Drohnen schicken und abchecken, was los ist, weil hier gibt es ganz, ganz viele Feinde. Hier nach links. Ihr könnt euch schon mal drauf einigen, wer dann gleich den Lamborghini fährt. Drohne fliegt. Besser nicht. Starte Drohne. Ich muss ihn nicht unbedingt fahren, aber eine Drohne sollte ihn dann zwischendurch einfach mitnehmen. Aufpassen, und wegfahren. Gegner im Bereich. Setze Drohne ab. Ziel Nummer 2 da. Weil das ist die Itakua-Basis, das ist das Operationszentrum des Kartells in dieser, Sektion. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja, scheiße, mein Akku ist gleich leer. Ich habe markiert, was ich markieren konnte. Ich habe Nummer 10. So. So, ich versuche erstmal auf ein Gebäude hochzukommen, dass ich euch ein Backup geben kann, ne? Ich sehe 10. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Noch ein Ziel macht 10. Ich sage euch, hätte freies Schussfeld auf 1. Position hätte. Ja, ich gebe dir mit Backup. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Ich konnte schaffen noch. Da haben wir noch einen Gefangenen, die wir bitte freien müssen. Wie gesagt, ich bin noch nicht in Position. Wie gesagt, zwei Leute zum Snipen reichen. Naja, ich bin ein Stockwerk unter dir. Snipest du auch, ja? Ich habe auch meine Sniper. Jawohl. Ja. Noch mehr Feinde markieren, ne? Das freies Schussfeld auf 1. Ich habe auch freies Schussfeld. Wollen wir loslegen? Ja, von mir aus. Ja, jetzt ist das freie Schussfeld gerade verschwunden, sorry. Wartet noch kurz. Tango getroffen. Der war zu spät. Ja. Solange sie uns nicht entdecken, ist alles gut. Vor allem, der ist in den Schuss reingelaufen. Fertig? Ey, ja, wer schießt denn da meine 1 ab? Mein Schuss fällt am Arsch. Zurück mit dir, die werden dich sehen. So, ich habe einige ausgeschaltet. Jetzt nehme ich die 2.
Warte, die sehen dich. Das war knapp, dass der nicht entdeckt hat. Aber wir sind trotzdem gejagt. Wir sind trotzdem aufgeflogen. Ja, ja, dann müssen wir gucken, dass wir die trotzdem relativ. Die hören auch gleich wieder auf, uns zu suchen. Die dürfen uns einfach nur nicht sehen. Ich hab schon gerade wieder auf. Bleib, halt die Köpfe unten. Da kommt was zu euch rübergelaufen. Mach nichts, ich habe den Treppmeier. Verdammte Scheiße! Okay, ich habe so viele aufgeschaltet, wie ich konnte gerade. Ich schicke von hier noch eine Drohne los. Jo, ich denke, dass wir einen Großteil ausgeschaltet haben. Es kann einer mal versuchen, an den Lambo ranzukommen und den aus dem Gefechtsgebiet zu bringen. Ja, warte, ich warte mal eben die Drohne ab von Anna. Der Lambo ist der Stern? Der ist der, der Lambo ist der gelbe Pfeil. Okay. Du kannst ja dann mit dem Auto wieder hierher zurückkommen, nur dass der erstmal aus der Schusslinie ist. Da kommen dann zwei. Halt die Frage, ist der oben oder wo ist der? Der ist unten in der Garage. Geschafft, alle noch ganz. Ich gehe eben vor zu dem Lambo. Wir haben sie aufgescheucht. Bring ihn einfach aus dem Bereich. Da ist ein gelber Pfeil, wo du hinfahren sollst. Wir warten hier auf dich. Wir räumen hier alles auf so lange. Ihr Arschlöcher wissen Bescheid. Ruhe. Hast du ihn? Warte. Ja. Du kannst dann ja wieder herkommen und hier noch weiter alles füllen. Nur, dass der erstmal aus der Schussbahn ist. Was für ein Nobelhobel. Und du hast ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher, Judis und Polito. Alter Schwede. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Der fährt sich verdammt einen an. Ich hab das nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit... Halt. Das ist ein Treffer. So, sollte sauber sein. Machen wir weiter. Ich hab das also ich sehe hier nichts mehr. Verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, wir noch alles hier auf und warten schickes auf Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Und gegen eine geringe Gebühr handeln unsere Leutnants, die in diesen Dingen geübt sind, eine Vereinbarung für euch aus. Blutvergießen ist teuer und macht keine Kritik. Aber war ein guter Angriff, so kurze Manöverkritik war gut. Also ich denke, wir haben nicht einmal Vollalarm ausgelöst. Ich glaube, das ist bei den Massen an Gegnern, die wir hier hatten, ganz gut so gelaufen. Oder was meint ihr? Ja. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. So, ich habe den Lambo abgelegt. Hat. Sehr gut, dann kannst du jetzt wieder. Wir markieren hier alles Mögliche gerade erstmal noch. Ja, das darf man jetzt auch gleich noch machen. Mit Motor querfeld eingeht auch noch schneller. Vorne war da noch irgendwo. Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Vergesst den Bonusorden nicht, den es oben gibt. Weiß schon. Wisst ihr eigentlich, wofür diese Bonusorden sind? Fertig werden oder nicht?
Ah, nee, das sind nicht zu verwechseln mit diesen Orden, die für Fertigkeiten sind. Es gibt nochmal diese Bonusorden, das sind die mit dem Stern. Ja. Und die sind dafür da, um eine Fähigkeit quasi zu perfektionieren. Das heißt, diese Orden sind auch einer gewissen Fähigkeit zugeordnet. Und ihr könnt die damit nochmal perfektionieren. Das geht immer nur mit einem bestimmten Orden für eine bestimmte Fähigkeit. Ich esse keine E-Pass mehr. Oder Energy Gear. Oder Reis. Kaltes Bier. Scotch. Kaffee aus einer French Press. So, mal gucken auf der Karte, wo der Matze... Ah, der kommt auch schnell lang gefahren. Der wird auch noch einen Moment brauchen, um zu markieren. Deswegen unterbrechen wir mal ganz kurz die Aufnahme. Ah, Matze hat es eben geschafft. Hier gibt es relativ viel noch zu markieren und einen Bonusorden haben wir entdeckt. Ich scoute schon mal, was wir als nächstes machen können. Ja, du darfst dann gleich mal dein C4 testen, Matze. Oben ist noch ein Bonusorden. Nordosten. Waffenkisten haben wir noch jede Menge. Story-Einsatz hätte ich sogar auch noch, weiß ich gar nicht. Hier an der Stelle. Nee. Den haben wir gerade gemacht. Ja, der kommt auch noch. Ich habe erstmal jetzt schon das nächste markiert. Denn ein Story-Einsatz hast du noch relativ weit oben. Das ist, ja, das steht hier noch nicht, was für eine Stadt das ist, aber weh. Also, ich habe festgestellt, wenn man die Maps completen will, macht man eigentlich immer so im nahen Umkreis, wo man gerade ist, die nächsten Missionen. Und die Story-Mission, da trifft man dann nach und nach automatisch drauf. Oh. Zumal man dann halt auch besser skillen kann, wenn man halt die Nebenmission öfters mitmacht. So, ich schnapp mir mal so ein Motorrad. Das nächste Mal mal so ein Offroad-Rennen mit Motorrad. Ich war das Motorrad. Gibt's, glaub ich, 4 Stück in, der City. Ich habe vor allen Dingen noch 1-2 mitgebracht, oder? Also jeder auf ein Motorrad. Ja, ich muss mal eins finden. Sammeln. Dann treffen wir uns hier mit Matze. Da hinten stehen noch 2. Guck mal, auf der Minimap siehst du auch angezeigt, wo welche stehen. Schaffen wir. Eins gefunden. Wo treffen wir uns? Oh, hier auf dem großen Parkplatz neben dem LKW. Ich sag das kein zweites Mal. Ey, hier gibt's so viel zu markieren. Ja, ein bisschen was ist es. Genau da steht ihr schon richtig. Da warten wir auf Matze. Wenn Matze kommt, der dann das Go-Zeichen. Den Motorradprofi, ja. Dass wir eigentlich in die andere Richtung müssen, ne? Wir müssen mal in die andere Richtung irgendwie. Ne, wir müssen nach rechts. Ja, können wir auch. Gleich. Aber erstmal Matze abwarten. Wo ist denn Matze da hin? Glaube, ich hab alles. Sehr gut. So, jetzt mach ich noch ein Motorrad. Ja, dann. Du kannst doch mit mir mit dem Auto fahren. Irgendwo habe ich noch welche gesehen. Wer fährt hier mit dem Auto? Ich fährt keiner mit dem Auto. Das wäre uncool. Es gibt hier noch Motorräder, definitiv. Es waren gerade 5 Stück angezeigt. Ja, oben aber links ist noch eins. Ja, da oben links ist noch eins, stimmt. So dann fahr 2. Da aus dem Ort raus, Matze, wir treffen uns da mit dir. Alles klar. Und ich weiß nicht, wie du meinst, ich bin großes Eichhörnchen. Achso, ja. Ach. Wo ist er denn? Ey, ich meine, wir fahren ja alle zusammen. Ja, so. Der kommt doch gerade da aus der Straße. Ich habe extra gewartet. Ja, du bist schon weg. Warum bist du links? Weil wir da hoch müssen. Na dann. Übrigens, man kann tatsächlich, das habe ich getestet, sich mit diesen Motorrädern umbringen. Wenn man nämlich springt und scheiße aufkommt, dann ist man tatsächlich tot. Ich weiß. Hatte ich jetzt aber nicht vor. Ich weiß. Ich sag dir. Der sollte nicht zu schnell ran. Doch, die sind alle drinne. Ja. Wir machen das jetzt mal ganz cool. Diese Türen kann man nämlich auch mit Granaten aufsprengen. Und es gibt insgesamt 4 Türen. Das heißt, jeder geht in eine Tür und wir nehmen sie von allen Ecken gleichzeitig ein. Matze also, kann da dann sein C4 benutzen und der Rest kann es mit Granaten machen. Hast du echt? Wollen wir nicht nur eine Tür Granate oder was? Nehmen die Tür. Ne, die sind viel verwirrter, glaube ich, wenn wir mehrere nehmen. Mit Hallo, ich stehe vor der Tür doch schon hier. Hallo? Was, wo, wie? Such dir eine andere Tür. Es gibt auf jeden Fall 4 Türen oder 5 sogar. Das könntest du mir, dann nehmen wir die Tür zusammen. Ja, ich wäre nämlich durch eine Tür reingegangen, indem man einfach noch eine Rauchgranate so reinwirft. Willst du deine C4? Sowas? Also ich wäre soweit. Wie sieht es bei euch aus? Ich muss die C4 erstmal legen. Ja, so eine Granate nehmen.
Du kannst auch eine Handgranate aufs C4 werfen. Sprengsatz scharf. Alles klar, ready? Ja. Warte, wir müssen erst mit Sicherheit gehen. Ja, 3, 2, 1, Granate fliegt. Granate fliegt. Wir sehen uns in der Hölle. Zeit läuft. Ist erledigt. Wo bin ich denn jetzt? Granate down? Fuck. Ja. Aber ich bin schon am Hacken. Heb Anna auf. Links neben uns waren welche. Senden, die Rebellen hier einrücken. Ah, das war auf jeden Fall gut, so dieser von vier Seiten direkt der Zugriff. Weil, wenn man nur eine Tür aufmacht, kommen die alle zu dieser Tür gerannt. Und hier sind schon einige Jungs drin. Wenn man mal vier Türen gleichzeitig sprengt, dann sind sie durchaus etwas perplex, zu welcher Tür sie gehen sollen. Also so schlecht ist es jetzt nicht, finde ich. So, können wir als nächstes hin? Hier was zu markieren? Ich habe hier nichts gefunden. Nee, nur die Waffenkiste hier oben. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal Richtung... Was? Munition meinst du? Ja, Munition meine ich, ja. Ich fliege uns jetzt mal zur nächsten Waffenkiste, das ist ein guter Plan. Oh, ich dachte, wir fahren mit dem Motorrad. Ja, das ist viel zu weit. Das sind 3,5 Kilometer, das ist ein Gebirgkamm dazwischen. Ja und? Ja und? Geht drüber. Ah ne, es sind nur 1,6 Kilometer. Jetzt sitze ich drin. Ja, jetzt ich auch. Ich mach das, ich fliege. Alle da? Gut. So. We fly. Ach, das. Ja, das habe ich auch schon eingenommen. Da kannst du von oben von den Gebirgsketten ziemlich gut runter snipern. Ist es das auch? Warte mal, sind hier überhaupt Feinde? Ich sehe keine Feinde. Ja, das sind überall Feinde. Das fliegt drüber und landet da oben auf dem Gebirge. Weil ich sehe keine angezeigt. Wir sind aber welche. Da sind welche, vertraue mir. Ich habe das vor in der Beta eingenommen. Mit Anna. Ja, da unten ist einer. Ja. Ja, pass auf. So eine Scheiße. Das ist ein zweites Ziel. Sehe ein Drittel. Jetzt hier links landen, hier links in den Gebirgen. Hier oben meinst du? Ja, hier oben. Das ist ziemlich geil. Dass ich die ganze Zeit schon markiert habe und ihr immer weiter geflogen seid. Ja. Und von hier aus kann. Also, pass auf, es geht hier rechts runter. Hinter dem Berg hier rechts kannst du runter. Und von hier oben kannst du dich hinlegen und hinhocken und die unten alle wegschießen. Das heißt, die beiden Mädels, würde ich sagen, gehen runter und wir beide bleiben hier oben. Guter Plan. Chill doch erstmal. Hier ist ein Sicario. Schick erstmal die Stadt aus. Oh, ich kann wunderbar von hier aus snipen. Denk dran, dass in den. Ja, was? Türmen auch welche sitzen. Wir werden dich sehen. Weg da. Das war's mit ihm. Er gesprungen oder was? Der Leutnant ist abgehauen, aber wir brauchen ihn ja nicht. Scharfschütze. Tango am Boden. Ich denke, den Rest können wir im Nahkampf machen, oder? Ich sehe auch gerade keinen mehr. Jetzt überlege ich mir gerade, wie man hier runterkommt. Zur Not wieder mit dem Heli, oder? Lauf ich doch. Ich fliege mit dem Heli runter. Dein Ernst? Klar. Lass mal das scheiß Radio hier aus. So, also jetzt habe ich überhaupt nicht jeden erwischt mit meiner Kreisballerei.
Wie sind wir wieder runtergekommen? Immer rechts rum. Und dann kannst du da immer so ein bisschen runterdrücken. Hier ist eine Waffenkiste. Oh, der Heli ist kaputt. Oh shit. Ich hab zu nah am Haus geparkt. War echt das Maschinengewehr. Ja. So, da drüben sind noch Dokumente, habe ich gesehen. Ja. Die können wir auch mitnehmen. Oh. Wie geht's, Karen? Danke für die Infos über das rivalisierende Kartell. Irgendwas zu markieren war da auch noch. Da ist eine Waffenkiste da vorne. Ich würde gern sagen, dass ich an dem Nachmittag mit Juri und Polito das erste Mal Spaß daran hatte, einem Gefangenen weh zu tun, aber das wäre gelogen. Ich fühle mich zwar nicht schuldig, aber... So, müssen wir als nächstes hin. Würde ich damit nicht. Da mal kurz drüber fliegen. Ich glaube, und dann weiter nach Pantoja. Wir können genauso gut die Guten sein wie die Bösen, verstehst du? Ich meine... Wie diese Turteltauben. So viel Böses, wie die tun. Sie sind auch in der Lage, etwas Gutes zu vollbringen. Sie haben den Ruf von totalen Psychos, was sie sicher auch sind, aber die meisten ihrer Verhörmethoden sind die... Mein Gott, was hast du mit dem Heli gemacht? Ich hab zu nah am Haus geparkt. Die Rotoren haben das Haus ein bisschen... kaputt gemacht, beziehungsweise das Haus, die Kanonen. Warte, Anna fehlt noch. Ja, ja, ich stehe ja noch, ich heb nicht. Ich habe noch nichts gemacht. Der schwebt nur, das ist nur ein Schwebeflug. Sie sind nicht kreativ und wenn Sie gerade keine abgedrehten Ideen ausbrüten und wenn sich diese zwei einfach so sehr lieben können, es ist so. Ich habe noch gar kein Gas gegeben, das war nur im Standgas. Ja, sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Jederzeit. Verstreu meine Asche auf dem Feld am L.A. Memorial Coliseum. Zu Befehl. Was ist mit dir? Verbrenn meine Festplatte. Verbrenn sie, wirf sie ins Meer. Vergrab sie unter dem Fels am Meeresboden. Werd den Scheiß einfach los. Wir fliegen da drüben nur kurz drüber, weil ich wissen will, ob da Dokumente sind. Nicht so aus, ne? Das haben sie übrigens auch noch mal geändert. In der Beta war nämlich in diesem Haus, könnt ihr euch erinnern, da war nämlich eine Mission, eine Story-Mission. Ja, kann sein. Aber das glaube ich trotzdem. Was sind welche drin? Ja, Gegner, aber keine Informationen. Kann mal einer bitte die Story-Mission in, wobei Ituaca oder was das heißt, markieren, damit ich sehe, wo ich langfliegen muss. Wo, Pantoja oder wo? Ja, da müsste irgendwo hier, ich müsste in die richtige Richtung fliegen eigentlich. Wie oder was? Ja, das könnte passen. Ah, das ist mit der Kirche, da müssen wir den befreien, oder? Irgendwie sowas war das. Land da oben beim Bauch. Oh Gott, ich hab schon wieder Angst hier. Die Schweißperlen schon auf dem Stirn, ey. Ich hab gerade erstmal so ein Stadtbild gehabt, das hat mich etwas mehr geschockt. Genau deswegen. Im Landeanflug war. Warte mal mit dem Landen. Weiß einfach eine Granate, fertig. Ein Infos ja. Nicht so nah am Haus wieder. Oh, yeah. Jetzt fangen wir das Trudeln an, oder was? Nein, ich musste in die richtige Position, dass ich nicht hier mit den Baum nicht erwischt mit den Rotoren. Nee, weg. Was macht der Heli? Aussteigen, wenn man noch drin sitzt. Steig ab. Das Ding hat selbstständig gemacht. Ich gucke die ganze Zeit schon, ob da Gegner sind. Achso, Unidad? Ja. Ja, da unten. Ah, da unten. Das sind die, die uns das letzte Mal erwischt haben, in der Beta. Okay, dann würde ich sagen, schalten wir die gleichzeitig aus. Jetzt chill doch mal, wenn du noch mehr sind.
Der kommt zu uns hoch, der Commander. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Gut. Und wo ist der andere? Das war zu früh. Oh. Okay, erledigt. Unidad ohne uns zu erwischen. Ja, auch einfach total unauffällig, wenn man hier mit dem Heli direkt über ihn landet. Ja, absolut. Ja, das ist, wir können ja auch irgendwelche VIPs sein. Aber da unten, wo die Unidad waren, sind direkt Informationen. Die können wir gerade mitnehmen. Ach, nee. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Auf dieser sexy Matratze liegen die Informationen, wenn sie jemand sucht. Die ist in einem wunderbaren Zustand. Meine Cocaleros. Ich sehe in euren Gesichtern die Narben, die die Männer Santa Blancas in diesem Land hinterlassen haben. Sie stehlen unser Coca. Die hat einen geilen Zustand, Matze, ne? Also ich bin dafür, dass vielleicht einer beim Heli hätte bleiben müssen. Wenn wir jetzt irgendeinen Sender wieder anmachen müssen, gibt es bestimmt auch eine zweite Position dazu, ne? Nee, nee. Das ist da nicht. Du musst, das Blut des Volks von Bolivien. Jemanden befreien. Da hinten ist noch was zu markieren, ne? Das durch die Venen wo? In dem Häuschen. Den großen Aymara zu tatsächlich. Der die spanischen Conquistadores vor 300 Jahren besiegt hat. Soll ich mal gucken gehen? Starte den Sender. Ja, da oben sind ganz, ganz viele Gegner. Alter, ich meine, das Ding haben wir doch in der Beta schon mal gemacht. Das war da, wo die ganzen Fuzzis alle ankommen. Ja. Wo wir das verteidigen müssen. Ja. Ganz am Anfang mal. Deswegen sollten wir uns da jetzt gleich in gute Positionen bringen. Eingraben. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Okay, ich bin in Position. Ja. Wo stehen die denn? Die kommen dann die Straße hoch und runter. Die kommen aus allen Richtungen. Deswegen sollten wir uns ein bisschen so verteilen, dass wir sie gleich rausnehmen können. Ja, ich wäre soweit. Tito, einer kann aktivieren. Okay. Traut ihr Pakatari? Ich traue meinem Mann und euch drei. Das war's. Und deinen Kindern? Meine Kinder belügen mich bei jeder Gelegenheit. Telefon. Jetzt gerade mal egal. Hä? Wo fährt denn dieses Auto? Ich sehe das nicht. Kommt jetzt. War schlecht, in mein Schussfeld zu laufen. Hab den Fahrer im Auto erwischt. Der Sender kriegt ziemlich was. Ich glaube, drei sind schon tot von dem Auto, dass die gerade die Gas hochkommt. Ich bin tot, ich muss gerettet werden. Hinter dir. Warte. Danke. Scharfschütze zieht auf. Da oben ist einer. Erledigt. Granate kommt, komm in Mierda, Culeros. Noch 20 Sekunden. Das war so geil, von oben kam ein Fahrzeug angefahren, ne? Ich schieße da auch gut Glück drauf. Okay, Botschaft ist raus. Zack, das sollte weg war der Fahrer. Gut gemacht, Compadre. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Ich glaube, wir haben hier gerade zwei Missionen auf einmal gemacht, kann das sein? Das Volk erhebt. Viva la Revolution. Ganz ehrlich. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Oh, Stufe 6, kann ich was Cooles skillen? Meine
Okay, ich markiere uns mal das nächste. Was sagt eigentlich die Uhr? Halb elf. Wir porten uns mal nach Itakur Echo, weil da ist noch ein Skillpunkt und eine Waffenkiste in der Nähe. Die können wir uns gerade so holen. Wo ist denn das gleich? Ziemlich im Norden von der Map. Ach, da. Wohin? Nach Itakur Zio oder wie das heißt. Echo. Den porte ich dann gleich nochmal. Das habe ich wieder vergessen. Rechte Maustaste halten auf den Punkt da, auf diese kleinen, auf diesen Windsack. Ah, da ja. Danke. Huck, hier Nomad. Hörst du mich? Over. Laut und deutlich. Schieß los. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Taxi ist da. Verdammt mutig von ihnen. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Fuck. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Kannst du mich hören, Cooper? Laut und deutlich. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf. Was meinst du denn, wie die Taxis in Bolivien fahren? Mutig von ihm. Nee. Zur Vergeltung. Die Diskussion über die Unterhosen gerade. Das gesamte Dorf ausgelöscht. Was? Mein Leutnant lebt noch. Kann sie vorwärts, rückwärts, auf links und überhaupt nochmal tragen. Verstanden. Ja, vier Wochen lang. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Ja. So eine Art. Anna, klärst du auf? Wenn ich genug Zeit dafür kriege, ja. Ja. Die Drohne ist unterwegs. Du sagst uns, wenn alle hast. Da ist noch einer. Da drüben. Das macht drei. Ich zähle fünf. Ich muss den ersten ausschalten, der ist direkt bei mir. Jo, mach mal. Da kommt noch einer, ne? Abschuss. Müsste es gewesen sein an Leuten. Runter, die werden dich sehen. Bin nur noch hinten dran. Ja, ich seh's. Ich hab den rechten im Visier. Ich kann nur nicht beide auf einmal schießen. Tango ist tot. Okay, alles geht's passiert. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Erledigt. Ich hab den im Visier. Ich kann nur nicht beide auf einmal. Alle anderen gehen hin, Baller. Ja, die schieße ich nicht. Na, hier ist doch nichts drin. Oh doch. Nein, hier ist gar nichts. So gar Warum nichts. Wie zeigt er mir das denn nicht an? Das ist ja immer komisch. Ja. Das ist eine Auszeichnung. Sie sehr schön, den Orden haben wir auch. Und hier in der Nähe, alles ja praktisch, weil da auch die nächste, nächste Mission ist, da ist auch direkt noch eine Waffenkiste. Zu Julie und Polito haben. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß. Mit dem Heli ist da keine gute Idee hinzufliegen, sind zu viele Gegner. Weil wir jetzt ja alle im Heli sitzen, fällt dir das ja früh ein. Ja, ich habe das eben erst auf der Map gesehen, dass ihr im Heli sitzt. Ich hole euch ab. Arschloch, Leute. Matze hat irgendwas gegen meinen Fahrstil, habe ich so das Gefühl.
Ich fahr lieber Motorrad als mit dir Auto. Ja, nichts Wirksames. Meine Fresse, was ist gemein, ey. Dabei bin ich so ein guter und vorsichtiger da war Autofahrer. Was zu markieren, ne? Was? Da war gerade mitten auf der Straße was zu markieren. Das ja, das ist so. Etwas mal, aber. Aber meistens stehen da dann Feind und verteidigen das. Genau, und dann sind es auch meistens nur so Dinger, die irgendwie 20 oder 25 geben. Das ist mir zu wenig. Dafür extra auf die Bremse zu drücken, bis du dann wieder auf der hohen Geschwindigkeit bist und so, das dauert ja alles, ne? Oh lol. Ey, und Auto kaputt. Aus. Weil hier sind zwei Dinge zu markieren. Und auf der anderen Seite ist der Missionsbeginn. Anna, jetzt darfst du wieder deine Drohne fliegen lassen. Das ist ja eine Klanggruppe Tangos. Da ist einer mit Maschinen. Ja, ich guck mit dem Fernglas, weil ich habe den Erfolg noch nicht, 100 Leute mit dem Fernglas zu markieren. C5 gesichtet. Vor allem oben im Bereich der Kapelle, wenn du schon bis dahin kommst. Dürften ein paar sein. Oh, da ist ein Sniper da oben. Ja. So, 1 und 2 könnten wir schon mal ausschalten, wenn wir auf 1. Ich hab den Sniper im Visier, warte ganz kurz noch. Hast du ihn? Ja. Okay, dann auf 3, ich gehe auf 2. 3, 2, 1, Feuer. Das ist ein Treffer. Saubere Aktion. Okay, alles ist gut. Ah, der Sniper ist weggekommen, gell? Ja, da ist schon irgendwas vor. Die ganze Zeit hätten wir sie aufgescheucht. Die suchen uns, Vorsicht. Er hat gerade den Augenblick geatmet. Ja, man zielt auch. Mensch, noch mal atmen müssen, ne? In Kulta brennt's noch. Haltet aus schon nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird. Ich taste mich langsam vor. Tango getroffen. Das war's mit ihm. Bin jetzt in Höhe von der Waffenkiste, aber am rechten Haus. Ich krieg kein Schussfeld auf den scheiß Scharfschützen. Der steht total bescheuert hinter der Wand. Links von euch, genau da oben, müsste noch einer sein. Ansonsten habt ihr auch relativ freie Bahn jetzt fast bis zur Kapelle. So, ich sehe in der Kapelle 5. Sniper ist weg. Granate fliegt. Er ist getroffen.
scheiße. Falsche Waffe ausgerüstet, Mann. Ich hol dich gleich. Hätte ich ihn gekriegt, logischerweise. Alles sauber. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Mann, wenn du zielen könntest, hätte mich nicht erwischt. Jetzt beschwerst du dich auch noch darüber, dass ich dich retze, oder was? Ich hab gesagt, danke. Nein, dein Charakter hat bei mir gerade eben gesagt, oh, hättest du besser gezielt, dann hätte es mich nicht erwischt. Bei mir hat sie gerade gesagt, ah, das hat aber lange gedauert. Was wollen sie von dir? Alasige. Julia Polito, die sie gefoltert haben. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So. So viel weiß ich noch. Und es war still. Aber seid ihr nicht böse, ich würde danach gerne Schluss machen. Da war ja, ein Geruch. Eine ordentliche Folge gewesen. Hattet ihr heute. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Aber sammelt vorher noch die Waffenkiste. Ja, natürlich. So, weil wir kommen dann nämlich wieder an so einem Wegpunkt raus. Also dann müssten wir sonst nochmal hierher laufen. Ja, das ist ja klar. Naja, dann kann ich ja schon mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann nicht vergessen zu liken. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wenn ihr uns abonniert, das wäre natürlich auch Spitzenklasse. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch ganz, ganz viel Spaß bei uns auf dem Kanal. Ein paar Tipps da draus findet ihr jetzt gleich noch im Abspann. Passt gut zu meinen Stiefeln. Und damit sagen wir Tschüss für dieses Mal. Ihr werdet übrigens nichts verpassen, denn wir werden diese vier nur zusammenspielen. Das heißt, wir machen dann an dieser Stelle weiter. Ich port mich jetzt nur schon mal hier in eine andere Station schon mal rein, weil ich da noch eine Waffenkiste vergessen habe, die anderen schon haben. Und sag damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ihr habt wahrscheinlich wie immer nichts mehr zu sagen, ne? Da haben wir eh nichts zu melden.